Hallo zusammen, kleiner Quick-Tipp, und zwar die Kameraeinstellung, mit der du garantiert schärfere Fotos bekommst. Weitere Tipps zum Thema scharfe Fotos dann am Ende vom Video. Folgende Situation: Du fotografierst dein Kind oder dein Haustier oder bist auf einer Konferenz vielleicht, fotografierst einen Sprecher oder du stehst hier vor mir und fotografierst mich und ich bin ein bisschen in Bewegung. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass deine Fotos nicht richtig scharf sind. Und das hat nichts damit zu tun, ob du zittrig bist und wie viel Kaffee du getrunken hast und ob du auf dem Stativ bist und ob du einen Bildstabilisator hast. Das hat was mit mir zu tun. Ich bin schuld. Ausnahmsweise bist du mal nicht schuld, sondern ich. Weil ich mich bewege. Ich hampel rum hier, ich bin ein bisschen in Action und so weiter, ich bin nervös. Und deswegen wird das Foto wahrscheinlich nicht richtig knackig scharf sein, es sei denn, du stellst eine sehr kurze Verschlusszeit ein. Du kannst im A-Modus arbeiten oder im P-Modus, Vorsicht, nicht im Vollautomatik-Modus, sondern im P-Modus, quasi Halbautomatik, wo du noch ein bisschen Kontrolle hast. Und das kannst du der Kamera vorgeben, dass sie eine kurze Verschlusszeit wählen muss. Der Hintergrund davon ist, dass die Kamera versucht, möglichst wenig Rauschen zu haben. Das heißt, sie versucht, eine Balance zu finden zwischen in der Verschlusszeit, dass das Bild noch scharf ist, dass du es nicht verwackelst und dass es wenig Rauschen hat. Vorausgesetzt, es hat wenig Licht, sonst hast du die Probleme nicht. Also Indoor ist es fast immer ein Thema. So, und das funktioniert sehr gut bei modernen Kameras, da musst du gar nichts dran machen. Es sei denn, das ist das Problem, es sei denn, du fotografierst etwas, das sich bewegt, eben ein Mensch oder ein Tier oder was auch immer. So, die Lösung ist ganz, ganz einfach. Du gehst ins Menü zu den ISO-Einstellungen und wählst da aus, dass eine Mindestverschlusszeit gewählt werden soll. Welche musst du ein bisschen ausprobieren? Du bist safe bei 1/250, wenn du Menschen oder Tiere fotografierst, die nicht voll in Action sind. Also nicht ein Sprinter, sondern deine Katze geht durch die Wohnung oder dein Kind spielt so ein bisschen vor sich hin und du fotografierst das. Ich hampel nicht schneller als 1/250. Das ist so meine Erfahrung. Wenn ich einen Redner auf einer Bühne fotografiere zum Beispiel, dann wähle ich mindestens 1/160. Wenn ich mein Kind zu Hause fotografiere, will ich mindestens 1/160, besser 1/250. Das ist ein bisschen Puffer. Und dann sollte das scharf sein, es sei denn, die Person ist wirklich sehr hektisch. Und natürlich, es sei denn, du möchtest bewusst die Bewegungsunschärfe drin haben. Aber dann weißt du auch, was du machst. So, ganz einfache Lösung. Ich zeige das ganz kurz an Canon, Sony und Nikon. Bei der Sony, meiner Hauptkamera, da habe ich mir das ins Quick-Menü gelegt. Das heißt, ich habe es sofort griffbereit, weil wenn ich Landschaftsfotografie mache, dann möchte ich das natürlich nicht haben. Während wenn ich dich jetzt fotografieren würde, genau hier so, so wie ich auf mein Stativ gucke, dann würde ich das anschalten. Ganz einfache Lösung für ein scheinbar komisches Problem, weil die Schwierigkeit dabei ist, man sieht es auf dem Display in der Regel nicht. Man macht ein Foto und denkt, es sieht scharf aus und zu Hause guckt man sich das an und sagt, ja, ich glaube, der Fokus sitzt, und, aber irgendwie richtig knackig scharf ist es nicht. Und dann kannst du eben diese Lösung finden. So. Weitere Tipps zum Thema scharfe Fotos gibt es in einem alten Video von mir. Ich verlinke da drauf am Ende vom Video. Da vielleicht mal vorbeischauen. Zum Beispiel das Thema richtige Kamerahaltung. Wie ein Scharfschütze. Wie immer, mir das nicht glauben, sondern einfach ausprobieren. Der Unterschied zwischen du hast es mal gehört und du machst es, ist es auszuprobieren. In diesem Sinne, viel Spaß mit deinen kurzverschlüssigen Fotos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Besser. Besser. Dritter Versuch, besser. Alle guten Dinge sind drei und so weiter.